Hallo liebe Randfreaks, wir haben heute Mittwoch, den 31. August, morgen ist 1. September und heute kommt mein Video raus und ich habe überhaupt kein Video für euch, weil wir unglaublich viel zu tun haben und jetzt haben wir ganz spontan gesagt, meine Frau und ich, ach komm, wir machen mal einen One-Shot. Ich erzähle euch jetzt ganz kurz und knackig, das dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde, ich erzähle euch, was wir hier so machen eigentlich, warum wir so busy sind und warum wir gerade keine Videos hinkriegen. Ja, wir stehen hier auf dem Abschlag und hier am Abschlag wird ganz viel geändert und zwar in 3 Wochen. Also jetzt ab 19. September kommt unser Garten- und Landschaftsbauer und wird den Abschlag hier erneuern, nicht ganz erneuern. Wir werden einfach die Kante neu machen, auch mit dem Elschbetonstein, wie wir das an der Südkante gemacht haben. Also diese Palisaden kommen weg, die sind nämlich durchgerottet. Wenn du mal zurückgehst, und dann kann ich es euch mal zeigen. Hier seht ihr es. Da seht ihr es. Da. Ich habe das hier schon mal aufgebuddelt, weil ich auch eine zweite Bewässerung, einen zweiten Regner setzen musste, um mir die Fläche vernünftig zu bewässern. So, also das wird hier erneuert. Das kommt dann auf Ebene der Rasenfläche, also auf dieser Metallkante, wird hier außen halt der Betonstein gesetzt. Dann habe ich hier das Blech geschweißt, nur so am Rande. Das Blech ist abgebrochen hier von meinen Verbindern, von meinen T-Profilen. Abgerissen musste ich schweißen. Kriege ich doch noch eingeblendet? Vielleicht. Ich habe noch eine Stunde. Das Grün haben wir jetzt radikal tief gemäht und abgesandet. Das soll eine topfebene Rasenfläche werden. Wahrscheinlich werde ich diese Fläche hier aber auch verändern. Ich werde hier die Agrostis stolonifera rausschmeißen und hier eine Abschlagrasenmischung sehen. Das ist ziemlich beschlossen. So, ich komme mal hoch. Hier sieht das nämlich so schön. Ich habe hier nämlich gerakelt und gesandet, wie hier die Stolonifera hochgerissen ist. Da, so weiter geht's. Ja, nächster Spot. Da hinten seht ihr ein Wasserrohr. Dieser Hügel wird nicht richtig bewässert. Ja, One Shot. Da ist alles drauf. Da in der Ecke. Ich glaube, da in der Ecke setze ich noch einen Regner. Den Regner hier, das war ein alter Gardena-Regner. Der Regner hier, ein alter Gardena-Regner, den habe ich schon gegen einen MP-Rotator getauscht. Und der macht das jetzt richtig gut hier. Viel, viel gleichmäßiger als diese blöden, es waren die ganz alten Gardena-Regner. So blöd ist Gardena auch nicht. Aber um überhaupt hier diesen hinteren Teil richtig zu bewässern, musste ich noch eine ganz drastische Maßnahme einführen und die zeige ich euch jetzt. Schnell, One Shot, da. Und zwar, mein Wasserhahn ist ja ganz auf der anderen Seite. Und der eine Leitungsstrang läuft hier hin und versorgt den Regner da auf der Fläche. Ich will mal kurz zeigen, den Regner da, das ist noch ein großer Hunter-Regner. Den. Da ist ein schlecht. Den Regner da, diesen alten Gardena-Regner, der da den Hügel beregnet hat. Dann die Regner auf dem Abschlag und der Regner da vorne auf diesem kleinen Dreieck. Alles mit einer Leitung und da war nicht genug Druck. Und jetzt habe ich hier noch eine Verteilerstation installiert. Das heißt, die Leitung nach hier hinten habe ich noch mal in drei Leitungen aufgetrennt, sodass ich nacheinander hier diese Bereiche im Nordwesten meiner Fläche vernünftig beregnen kann. Na, dann machen wir Abschlag, einen Bereich. Deswegen liegt das Rohr auch da. Dann gibt es Durchgang hier einen Bereich, weil der besonders trocken ist. Den beregne ich auch gerade, weil ich hier alles aufgebuddelt habe. Da ist der neue Regner. Habe ich alles wieder aufgebuddelt, hier alles durch. Das Rohr da durchgebuddelt, das wird noch eingebuddelt. Und dann werden hier 3 Regner versorgt und der Abschlag als eigene Beregnung ganz am Ende, 60, 70 Meter von der Namestelle entfernt.
So, und jetzt wird's spannend. 70 Meter? Na klar. Unser Grundstück ist 50 Meter und wir gehen ums Haus herum. Natürlich. So, lieber Abendfix. So, und hier, ihr habt ja, ich bin im Licht hier. Jetzt stehe ich hier ein bisschen, ne, komm, gehen wir mal ein bisschen in die Sonne. So. Hier ist Sonne. Gut, man schon. Ja, unsere Einfahrt, unsere Pflaster. Steine sahen ja immer schlimmer aus und hat, haben auch viele Leute auch echt gesagt, oh Mann, ey, Rasen schön, Rasen super, aber Pflaster furchtbar. Hier haben wir jetzt eine Entscheidung getroffen, muss ich schon verraten. Ja, wir haben lange, lange hin und her überlegt, was machen wir hier? Ein neues Pflaster, das Pflaster versiegeln. Wir haben hier sehr, sehr breite Fugen, so fast 1 Zentimeter Fugen. Wir haben die nämlich gerade ausgespült hier. In einer Wahnsinnsaktion und Druckstrahler haben wir die ganzen Fugen ausgespült. Wir haben sehr breite Fugen hier. Und hätten das natürlich mit so einer Epoxidhartmischung hier komplett versiegeln können. Ja, ist wohl sehr, sehr teuer. Wir haben uns jetzt für was ganz anderes entschieden. Wir haben jetzt gesagt, wir machen Asphalt. Wir machen hier komplett eine Asphaltdecke auf das alte Pflaster drauf. Deswegen haben wir hier Sand drauf geschmissen und wir werden hinten auch diese Fläche noch erweitern, um da mal eine ganze Maschine hinzustellen. Komm mit. Das wird by the way, das wird auch geändert. Das läuft dann auch so breit, also da wird das Pflaster bzw. jetzt der Asphalt wird natürlich hier so rausgezogen und endet dann. Das ist nie so besonders schön gewesen. Dann läuft das hier so richtig schön großzügig raus. Wir haben tagelang hier mit dem Druckstrahler diese Fugen gereinigt und jetzt neu mit feinem Sand verfugt, damit der Asphalt hier schön auf der ganzen Fläche drauf liegt. So hat das zumindest die Firma gesagt, dass wir das so machen sollen. Okay, jetzt gehen wir mal schnell durch. Das passt hier mit dem Asphalt, wird auch eine schöne durchgängige Fläche, das passt ganz gut hier, da kommen 4 cm drauf. Und hier hinten, habe ich ja schon oft gesagt, hier hinten wird jetzt, gehen wir in die Sonne, hier hinten wird jetzt die ganze Fläche erweitert. Und zwar ab der Hauswand läuft das hier raus, es wird eine große Fläche bis zu dem Durchgang, wird das alles hier jetzt am 19. genau. Der Asphalt kommt Anfang Oktober und am 19. macht der Galabauer hier alles fertig, um dann hier auch die ganze Fläche zu asphaltieren. Das wird dann sogenannter Gussasphalt. Mache ich natürlich ein Video drüber. Ich bin selber sehr gespannt, wie das wirklich aussieht. Aber wir wollen einfach nicht mehr diese Fugen pflegen. Wir wollen eine ganz glatte, gleichmäßige Fläche haben und ich glaube, es wird ganz cool. Ja, und dann kommen hier hinten 3 Hütten hin, sogenannte Fahrradgaragen, sehr große Fahrradgaragen. Und da stellen wir dann hoffentlich die meisten Maschinen rein. Okay, und jetzt zum Schluss gehen wir nochmal schnell über die Südkante zur Fahne. Und da zeige ich euch, wie mein Rasen ohne Bewässerung aktuell aussieht. Dann komm. Ja, hier ist Kara. Ja, hier habe ich vergessen. Hier wird, habe ich ja schon oft gesagt, hier werden wir tatsächlich in dem Bereich bis zum Fairway, werden wir tatsächlich das Gras jetzt totspritzen. Das ist ja hier der Gros des Stonifera. Und wenn wir Vorox, heißt das? Mhm. Vorox verwenden. Das werden wir hier machen, das werden wir hier ausprobieren. Das wird dann alles aufgefräst danach. Und dann wird der Galabauer den ganzen alten Mutterboden da von dem Bereich, wo die Einfahrt erweitert wird, hier rüber schieben und dann wird das hier auf Niveau gebracht und dann wird das hier neu eingesät. Also hier geht's los mit der neuen Rasenmischung. Wie wir dann weitermachen, wissen wir noch nicht. Okay, und jetzt gucken wir uns den Rasen an. Was denn noch? Was? Achso, danke. Das ist schlecht jetzt für meinen Schott. Nein, ja, meine Frau hat recht. Sie ist die beste Frau der Welt. Ihr habt so tolle Kommentare unter meinem Agroste Stonifera Video gebracht. Das war wirklich interessant. Was so eure Meinung war zum Thema Erneuerung meiner Rasenfläche? Was ist der richtige Weg?
Super, vielen Dank, echt cool von euch. Also ihr seid echt fleißig und das war wirklich sehr hilfreich. Und ja, aber entschieden haben wir uns noch nicht. Okay, wir sind da sehr zurückhaltend. Also mal gucken, was wir machen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin gerade so in Richtung, ja, ich darf es ja verraten, in Richtung doch kultivieren. Zumindest das Tiefgeschnittene zu kultivieren. Ich habe auch gerade getopdresst heute. Hier, deswegen steht hier noch der Topdresser. Da seht ihr ihn. Das ist ein echt cooles Teil, also Hammer. Hier ein ganz toller, feiner, neuer Sand, den wir von einer Kieskuhle hier aus der Nähe von uns bekommen haben. Kann ich nochmal verlinken? Ja, Zelle, so aus der Nähe, eine Stunde entfernt. 0,1er Sand gewaschen, hat sich fantastisch einbürsten lassen. Haben wir leider nicht gefilmt, aber echt ein toller Sand. Haben wir raufgesprüht, ist schon alles wieder weg. Okay, jetzt weiter. Fuck Jodo. Ja, aber das ist natürlich immer fatal. Ich habe die Fläche noch nicht abgesucht, aber es kommt immer mal wieder vor, dass auch bei so einem 0,1er Sand so ein Steinchen drin ist. Das ist nicht schön. Da muss man leider doch noch aufpassen. Ja, wie ich schon sagte, hier sieht die Fläche immer noch nicht so schlecht aus. Gerade, da liegt noch ein bisschen Sand. Wir können aber schnell machen. Hier. Hier ist noch ein bisschen Sand. Hier. Ja, da habe ich nicht gebürstet. Ja, das Zeug ist der absolute Wahnsinn. Es ist unglaublich, wie toll der Sand sich hier in den Rasen einbürsten lässt. Ist fantastisch. Ach, und jetzt hier so rüber gucken ist immer noch schön. Also die Absturz von der Südkante. Die Poa pratensis hält sich hier nach wie vor gut. Auch die Agrostis stolonifera hält sich hier gut. Es ist jetzt sehr windig, kommen wir ein bisschen dichter. Wir gehen jetzt mal rum. Und hier geht es tatsächlich noch. Jetzt gegen Licht. Da müsstest du eigentlich vor mir laufen. Meine Frau muss vor mir laufen. So, hier haben wir unsere Senken. Da habe ich ordentlich Sand reingeknallt. Und hier wird es jetzt trocken. Hier wird es jetzt, kannst du ein bisschen vorlaufen. Hier wird es jetzt richtig trocken. Brutal trocken. Na? Ja, so ab und zu ist da so ein Steinchen drin. Na? Noch ein Steinchen. Wow, ich muss sammeln. Und was ist das denn? Ein Latschen verloren. Okay, so, also hier der Baum, die Eiche, saugt richtig das Wasser weg. Das sieht man ganz deutlich. Also die Fläche um die Eiche herum, die leidet am meisten an Wassermangel. Das wollte ich sagen. Genau. Okay. Ja, so. Auch hier sieht man das, ne? Gerade hier auch, wo es ein bisschen schräg ist. Ich weiß nicht, ob man es im Gegenlicht sieht. Das läuft mal rückwärts. Also hier ist es echt total vertrocknet. Und das Grün habe ich bewässert. Okay, muss ich zugeben, das Grün wollte ich jetzt nicht kaputt machen. Wässern wir, ja nicht regelmäßig, aber immer mal wieder ein bisschen. Deswegen sieht das Grün auch so gut aus. Und da in den Schattenbereichen sieht es auch noch gut aus. Aber hier an der Südkante ist es ziemlich, ziemlich vertrocknet. So, Freaks, wo ist die Sonne? Ja, herrlich. Jetzt hier noch ein bisschen Farn im Hintergrund. Das Grün hier, so dass du deinen Schatten... Ah, das Grün ist echt gut. Deswegen habe ich es auch weiter gepflegt. Ja, one shot. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Huch. Das kann ich auch den Abspann bringen. Das ist ja mein neuestes Ding, dass ich jetzt hier mal so sage, wo die neuesten Videos sind. Also, ne, neuestes Video ist hier. Das Video für euch ist da. Abonnieren finde ich super. Und Daumen ist große Klasse. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Tschüss.